Liebe Zuschauer, ein Gut, das lebensnotwendig ist, wir in Europa aber häufig als selbstverständlich ansehen, ist sauberes Wasser. Und welche Möglichkeiten im Bereich der Zertifikate, was die Wasserversorgung, die Wasserinfrastruktur und auch die Wasseraufbereitung angeht, wie man in dieses Thema überhaupt investieren kann, darüber spreche ich jetzt mit Anusch Wilhelms von der Société Générale. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich habe es schon angesprochen, ein Thema Wasser, was wir zumindest, solange ich mich erinnern kann, noch nicht im Fokus hatten, aber ein sehr spannendes Thema. Für uns ist es klar, Wasserhahn auf, Glas drunter gehalten. Diesen Luxus hat nicht jeder und schon gar nicht in jedem Land. Bei uns ist das auf jeden Fall der Fall. Es gibt den sogenannten World Water Index. Habe ich auch erst durch Sie kennengelernt. Was hat es damit auf sich? Ja, also im Grunde genommen ist das Thema Wasserversorgung nicht wirklich neu. Es ist immer wieder auch so, dass es Themenwochen gibt oder Menschen darauf aufmerksam machen, weil, wie Sie schon richtig sagen, hier hat man nicht so ein richtiges Gefühl dafür, weil tatsächlich der Wasserhahn auf und das Wasser kommt raus. Aber es ist ein sehr großes Thema. Die Bevölkerung wächst ja jedes Jahr auf der gesamten Welt und die Wasserversorgung, essentielles Gut, ist natürlich wichtig. Und es gibt verschiedene Unternehmen, die eben in diesem Bereich, Sie haben ja die drei großen Kategorien angesprochen, tätig sind. Und es kann für Investoren auch interessant sein, sich das Thema mal anzuschauen, beziehungsweise für diejenigen, die sowieso vorhaben, da zu investieren, für die kann vielleicht dieser World Water Index durchaus interessant sein. Genau, und für diese Zuschauer haben wir jetzt nochmal ein Merkblatt zusammengestellt, wie sie diesen finden und was man im Groben erstmal drüber wissen muss. Worauf gilt es hier jetzt zunächst zu achten, wenn ich sage, okay, Wasser interessiert mich, Wasser ist auf jeden Fall etwas, was man unterstützen muss und da sehe ich Potenzial? Also grundsätzlich, das ist hier ein Zertifikat, was sich auf diesen World Water Index bezieht. Das heißt, damit kann man dann investieren. Also ob ich nun ein Konto bei der Bank, Sparkasse habe oder bei einem Online-Broker, ist ganz egal. Ich kann diese Zertifikate von 8 bis 22 Uhr in der Regel börsentäglich handeln. Und insofern, wenn ich mich dafür entscheide, auf diesen World Water Index ein Zertifikat zu kaufen, dann gibt es hier eben ein Beispiel. Die Managementgebühr ist natürlich wichtig, die liegt beim 0,5% pro Jahr. Das wird automatisch abgerechnet und die Laufzeit ist unbegrenzt. Aber das eigentlich Wichtige ist ja sozusagen, wie der Index funktioniert. Und das ist nur das Instrument, in Anführungsstrichen, über das ich dann investieren kann. Das schauen wir uns etwas näher an, den Index per se. Wir haben jetzt erstmal hier aufgelistet oder ein Teil der Unternehmen, die dort aufgelistet sind. Insgesamt sind es rund 30 Unternehmen. Das sind jetzt die Top 10. Ich muss es zugeben, das Einzige, was mir bisher was sagt, ist Geberit aus der Schweiz. Welche Unternehmen sind da noch mit vertreten? Wer ist wofür zuständig und wonach werden diese ausgewählt? Genau, also fange ich mal mit der letzten Frage an. Wonach werden die ausgewählt? Also es ist ein Indexkonzept, was die Unternehmen überprüft und sie sozusagen qualifiziert für diesen Index. Und es gibt diese drei Bereiche, Versorgung, Aufbereitung und den dritten Infrastruktur. Und es ist so, dass sozusagen diese Indexauswahl danach geht, dass die Unternehmen natürlich eine gewisse Marktkapitalisierung haben müssen, also es gehen nicht ganz kleine Unternehmen und natürlich auch, sie müssen einen Großteil ihres Geschäfts in diesem Bereich auch machen, weil es reicht nicht nur, dass ich einen kleinen Teilbereich meines Unternehmens im Bereich Wasserversorgung zum Beispiel habe und 90% in anderen Bereichen, sondern 40% des Unternehmens muss in diesem Bereich engagiert sein, damit es sich überhaupt für diesen Index qualifiziert und dann werden aus diesen drei Bereichen die jeweils Top 5 Unternehmen ausgewählt und da haben wir ja 15 und die weiteren 15 Unternehmen, die kommen dann sozusagen aus allen drei Bereichen zusammen und dann je nach Größe der Marktkapitalisierung werden die hinzugefügt und so entstehen dann ungefähr 30 Unternehmen, die sich für den Index qualifizieren. Jedes Unternehmen darf maximal 15% Indexgewicht annehmen, deswegen sehen wir das hier auch. Der größte ist ja hier bei 12%, hier unten sind 3,35%, also da sieht man, dass nicht ein Unternehmen plötzlich den gesamten Index dominiert. Der Index wird ja schon seit 2006 berechnet und insofern gibt es hier also damals zu 1000 Punkten viele Unternehmen, die sich dafür qualifizieren. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, die Dividenden. Hier steht das so schön, Net Total Return. Das bedeutet, dass die Dividenden reinvestiert werden in den Index, allerdings nach Steuerabzug. Mhm. Wir haben auch noch mal eine Grafik von Ihnen erhalten, was die einzelnen Unternehmen machen. Jetzt nicht explizit, wer wofür zuständig ist, aber wenn man sich das große Thema Wasser anschaut, war meine erste Frage zumindest, was muss man denn alles können, mitbringen, was ist notwendig? Und da haben wir hier noch mal diese Auflistung. Ein Großteil, also fast 60%, sind einfach nur die Industriegüter, die Versorger 40%. Diese Unternehmen, die hier gelistet sind, hat Sie das überrascht oder gibt es hier etwas sehr Spezielles, weshalb die Aufteilung so aussieht?
Nee, das überrascht eigentlich wenig. Also es ist natürlich so, dass viele Unternehmen, deswegen kennt man die hier vielleicht auch nicht so, natürlich hier nicht besonders in Deutschland aktiv sind, sondern wir sehen das auch, wenn wir uns den Index angucken, 50% der Unternehmen oder der Gewichtung kommt aus den USA, ein Großteil dann auch aus Großbritannien. Ich glaube, ein französischer Konzern ist mit fast 10% dabei, aber Europa ist da, wenn man jetzt Großbritannien ausnimmt, eher weniger repräsentiert. Und mich überrascht das wenig, dass die Verteilung so ist, wie sie hier dargestellt ist, weil halt einfach viele Unternehmen in diesen unterschiedlichen Bereichen aktiv sind und von daher überrascht das nicht. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück, schauen uns noch mal an. Hier haben wir nämlich die einzelnen Länder auch aufgelistet. Sie sagten es gerade schon, die USA ist mit einem Großteil mit dabei. Wie sieht es denn da aus mit dem Währungsrisiko? Ja, das ist natürlich da, auch wenn der Index selbst in Euro notiert, rechnet er natürlich die Performance der Aktien, die ja in US-Dollar ist, in Euro um. Insofern habe ich hier einen Währungskurseinfluss, zum einen natürlich aus den USA, aber auch zum Beispiel Großbritannien oder auch die Schweiz, die ja alle nicht in Euro notieren. Dieser Währungseinfluss wird aber automatisch umgerechnet und spiegelt sich dann im Index wieder. Welche Chancen und welche Risiken gilt es denn aktuell für den Anleger zu beachten, wenn man sich für das Thema Wasser oder in diesem Fall für ein Produkt auf den World Water Index interessiert und investieren möchte? Ja, vielleicht schauen wir uns da bei der Gelegenheit den Chart nochmal an. Ich hatte ja schon gesagt, der Index kommt aus dem Jahr 2006 bei 1000 Punkten. Mittlerweile hatte er die 10.000 Punkte schon erreicht. Aber was wir hier auch sehen natürlich, das sind Aktienunternehmen in dem Index, die können natürlich steigen, aber eben auch fallen. Also es ist ja nicht nur das Thema, was da wichtig ist, sondern auch das Management des Unternehmens, die allgemeinen Marktbedingungen und Umfeldfaktoren sind hier wichtig. Also insofern sollten das Anleger immer berücksichtigen. Des Weiteren, das Währungskursrisiko hatten wir ja schon angesprochen und das Zertifikat, was wir uns anfangs auch angeguckt hatten, war ja ein Partizipationszertifikat. Das heißt, es bildet den Index 1:1 ab. Man muss natürlich berücksichtigen, die Managementgebühr von 0,5% pro Jahr und natürlich eventuell noch Auslagen bei der Bank, bei der man dann das Zertifikat gekauft hat. Aber ansonsten muss man hier im Prinzip berücksichtigen, zum einen Aktienkursschwankungen, dann ich habe eine Branche, wenn es der Branche insgesamt schlecht geht, habe ich ein Klumpenrisiko. Ich habe zwar eine Streuung auf 30 Unternehmen, aber natürlich, wenn die alle aus einer Branche kommen, ist die Streuung auch nicht wirklich hilfreich, wenn es der Branche schlecht geht. Also das sollten Anleger insgesamt berücksichtigen, sich natürlich vorher informieren, eine Erwartung haben zum Wasserindex und am Ende des Tages, das sind Zertifikate, die haben ein Bonitätsrisiko, das sollten Anleger auch berücksichtigen. Das heißt jetzt nicht unbedingt für den rein konservativen Anleger geeignet? Für den Anleger geeignet, der natürlich an den Unternehmen und der Entwicklung der Unternehmen aus dem World Water Index profitieren möchte. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Vorstellung des Index. Anush Wilhelms von der Société Générale. Liebe Zuschauer, wenn das Thema Wasser Ihnen ein wichtiges ist und Sie dementsprechend auch investiert sein möchten, sich das Ganze etwas näher anschauen, dann hat es mich gefreut, denn ich hoffe, dann hat Ihnen die Sendung gefallen und Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.